Die CSU-Stadt Mitte hatte sich bereits im November darum bemüht, das ehemalige Kaufhausforum besichtigen zu dürfen. Dank des Investors und auch mit Unterstützung des Hausmeisters Förster kam dies am 17. Dezember zustande. Es gab unter anderem eine Führung durch das ehemalige Kaufhaus. Ferner stellte Martina Dietrich die Zwischenergebnisse ihrer Architekturstudenten vor. Diese machen sich im Rahmen ihres Studiums Gedanken, wie das Areal beim ehemaligen Kaufhausforum verwertet werden könnte. Ortsvorsitzender Thomas Bertlein möchte, dass die Ergebnisse im März im Amberger Stadtrat vorgestellt werden. Alle Fraktionen sollten in puncto Forum mit eingebunden werden, so Bertlein nach dem Rundgang. Kreisvorsitzender Martin Preuß, Fraktionsvorsitzender Dieter Musemann und Bürgermeister Michael Czerny folgten der Einladung der CSU Stadt Mitte, weil das Thema Forum in Amberg ein überaus wichtiges Thema ist. Bürgermeister Michael Czerny sagte, dass eine zentrale Herausforderung in Amberg sei, die Bahnhofstraße attraktiver zu gestalten und das Forumareal zu revitalisieren. Mit einer Neuordnung im Bereich des Forums könnten auch neue Wegebeziehungen und attraktive Plätze in der Stadt Amberg entstehen, was auch positive Auswirkungen auf die obere und untere Naburger Straße mit sich bringen würde, so Czerny weiter. Fraktionsvorsitzender Dieter Musemann will jede Möglichkeit nutzen, um das größte Ärgernis in der Amberger Innenstadt zu beseitigen. Es sei aber nicht Aufgabe der Kommune, ein Kaufhaus zu kaufen und zu betreiben. Erst recht nicht zu überteuerten Konditionen, so Musemann beim Vororttermin der CSU Stadt Mitte. Er erwähnte aber auch, dass die CSU bereit sei, über einen Teilerwerb des Areals nachzudenken, wenn es darum gehe, Flächen aus dem Forumareal für die Öffentlichkeit zu erschließen bzw. zu nutzen. Kreisvorsitzender Martin Preuß begrüßte die Initiative des CSU-Ortsverbandes Stadtmitte. Die Diskussion um die Wiederbelebung der Immobilie und des angrenzenden Areals mit konstruktiven Lösungsansätzen neu anzustoßen. Ferner sagte er, die von Diplom-Ingenieurin Martina Dietrich vorgestellten ersten Analyseergebnisse durch Studenten der Hochschule in Nürnberg zeigten teils visionäre Ideen auf. Aber gerade Visionen seien notwendig, wenn der augenblickliche Stillstand erfolgreich durchbrochen werden solle.